Hier noch eine weitere Antwort für dich. Und zwar fragst du, wo verbietet der Koran Gewalt? Die Sure bitte und keiner aus Mekka. So, als Jude würde ich mal schauen, was den Juden im Koran angetan wird. Dann schreibst du, also ich finde das sehr krass und es ist eine wahre Entmenschlichung wie im Nazi-Deutschland. Ja, also dass du so extrem schreibst, sagt schon mir, dass du dieses Ganze vom Kontext nicht verstanden hast. Und das ist nicht so schlimm. Dafür bin ich ja da. Und falls du die Triggerwarnung schon gelesen hast und den Disclaimer geschaut hast in meinem Video, habe ich dir ja schon das beantwortet, deine Frage. Also generell habe ich ja beantwortet, aber ich sag's nochmal. Immer wenn, also wenn behauptet wird, dass Gewalt, dann ist es immer wichtig, den kompletten Kontext zu lesen. Ja? Und Gewalt wird nie aufgerufen, sondern wenn du Suren siehst, wo es heißt, tötet sie, da musst du den Kontext lesen, denn dann meistens steht drin davor, diejenigen, die dein Leben nehmen wollen oder diejenigen, die dich halt killen wollen. Und es ist normal und das ist bis heute so und deswegen ist es auch sehr aktuell, dass wenn man angegriffen wird, klar, in dem westlichen Bereich ist es ein bisschen anders, weil Justiz ja ist ganz anders, aber selbst wenn die Justiz ja ist im Westen, wenn jetzt du ein Ereignis hast, wo jemand dich angreift und aus irgendwelchen Gründen dich töten will, dann hast du ein Anrecht drauf, dein Leben zu kämpfen. Entweder du kämpfst gegen die Person, wenn es um dein Leben geht, oder du haust ab, weil es manchmal vernünftiger ist. Und zur damaligen Zeit, und das habe ich dir in einem anderen Video gesagt, wegen der Aktualität, zur damaligen Zeit, es gab sehr viele Stämme und die haben sich bekriegt. Und von daher ist es vom Kontext her, kann man das nicht auf heute übertragen. Die Zeiten ändern sich halt. Ne? Und dann muss man das halt neu in einem neuen Kontext lesen. Darum bin ich ja da und darum wurde mir halt es offenbart von den da oben von den höheren, vom höheren Wesen, von der höheren Sphäre. Und darum ist das auch, darum, wenn du Fragen stellst, kann ich dir das übersetzen und im Kontext. Also heute zum Beispiel hast du nicht so viel Gefahr in den meisten Fällen. Heute hast du nicht so viel Gefahr in den meisten Fällen, das heißt heute die Wahrscheinlichkeit, dass du das anwenden musst, ist null. Ja, in den meisten Fällen, wenn jetzt zum Beispiel damals im World Trade Center, also nach das, was das war, wo das blöd passiert ist am 11. September, da haben viele Muslime auch angegriffen, auch Frauen, Kopftuch wurde einfach so abgerissen und haben niemanden, ne, die Frau wurde Kopftuch abgerissen, er hat jetzt kein Maschinengewehr genommen und denjenigen erschossen, sondern sie hat halt eher drunter gelitten. Ne? Weil wenn das so wäre, dass dass der Koran gewalttätig wäre, dann hätte ja die Frau ein Maschinengewehr dabei gehabt und denjenigen, weil er ihr das Kopftuch abgerissen hat und sie niedergeworfen hat, ne, oder sie geschlagen hat, fast zu Tode geschlagen hat, hätte sie ja die Leute, die das gemacht haben, erschossen. Hat sie nicht gemacht. Ne? Und die Taten, sagt der Koran, sind wichtig. Die Taten. An den Taten wird man bemessen. Und nicht nach dem, was der oder der macht. Das heißt auch, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, ein krasses Beispiel. Es gibt 10 Muslime und von diesen 10 Muslimen tut nur einer die richtige Tat machen und die 9 nicht. Und die 9 machen es halt falsch und missbrauchen den Koran. Für das höhere Wesen spielt das keine Rolle, ob es jetzt 19 oder 90 oder sonstiges. Weil der freie Wille ist halt da. Das höhere Wesen kann nur demjenigen sagen, das ist das, was ich dir gegeben habe. Mein Grundkonzept ist Frieden, Liebe und man kann sich so vorstellen, Friede, Liebe und Googie Googie, also Backen knuffen.
Und wenn die Leute das nicht machen, dann kann ja auch nichts dafür. Und das höhere Wesen wird nicht extra jetzt nach unten kommen und sagen, hey, dann brauchen wir gar keinen freien Willen mehr. Dann können wir gleich, ne, einpacken. Ne? Also wir müssen irgendwo zurechtkommen. Und dann müssen wir halt, wenn wir Ungerechtigkeit geschieht, müssen wir halt wirklich dafür kämpfen. Und kämpfen mit geistlichem Sinne in den meisten Fällen. Und wenn jetzt zum Beispiel wie Putin, der ein Kriegsverbrecher ist, wenn jetzt sowas wie jetzt Putin gegen Ukraine ist, dann müssen sich die Ukrainer wehren. Das habe ich dir auch im Beispiel gesagt, in den anderen Beispielen. Und auch immer wieder will ich sagen, stell dir vor, ne, die Ukrainer sind die Muslime. Und jetzt tun die Atheisten, das ist ein krasses Beispiel, die Atheisten tun, das ist der Putin, und die Russen tun jetzt halt eben die Ukraine angreifen, einfach so. Weil die einfach sagen, ja, das sind Muslime, die machen wir jetzt fertig. Ne? Was ein krasses Beispiel, dass du dir das vorstellen kannst. Und da müssen die sich wehren, die Ukraine. Die haben gar keine andere Wahl. Weil die sagen ja, wenn wir euch erobern, sagt Putin zu den Ukraine, dann werden wir euch Zarteist machen. Und dann sagt der ukrainische Zelensky, ja Moment mal, wieso das denn? Oh, weil wir Atheisten sind. Und weil ich der Putin bin und das die Allmacht habe. Und dann sagt natürlich Zelensky, nee, mach ich nicht mit. Das mach ich nicht mit. Ich bin ein gläubiger Muslime, sagt der Zelensky. Er kann nicht anders. Gott hat ihm gesagt, wenn du meinen Weg gehen willst, dann musst du dafür bereit sein zu kämpfen, wenn. Und in dem Fall greifen die mit Waffen an. Also hat man ein Anrecht drauf, sich zu wehren. Das steht auch bei den Christen so, auch wenn sie es nicht eingehen sollen und lesen wollen. Und bei uns Juden steht das auch so. Überall, im ganzen Universum, in allen Religionen, auch in Galaxien, überall bin ich gewandert, steht das drin. Wenn irgendjemand wie Putin kommt und einfach das vorhat, dann muss man sich wehren. Ja. Und du hast ja keine andere Wahl, weil sonst, wenn du dich nicht wehrst, werden alle erschossen. Und der Rest wird gezwungen zum Atheismus. Das ist halt blöd. Ja. Also, das ist im Endeffekt damit gemeint.